Ja, hallo zusammen und willkommen zurück bei Anno 1602, Folge Nummer 81. Ja, die neuen Abenteuer sind ja sehr kurz anscheinend. Bisher zumindest. Die letzte Folge habe ich ja ganze 8 Minuten gespielt. Mal schauen, wie jetzt die zweite Folge wird. Die ist auch nur ein Stern, die Goldprobe. Und zwar, da kommen noch mehr, die nur einen Stern haben. Der Auftrag. Als junger aufstrebender Kapitän bekommt ihr die Aufgabe gestellt, eine Stadt mit 400 Einwohnern zu errichten, von denen mindestens 300 den Status Bürger erreichen sollen. Beweist euer Können, indem ihr zusätzlich 20 Tonnen Gold in eurem Kontor anhäuft. Gewürze und Gold scheinen in dieser Inselgruppe eher spärlich gesät zu sein. Könnt ihr diesen hohen Erwartungen gerecht werden? Also ich brauche 400 Einwohner. Mindestens 300 Bürgern, 20 Tonnen Gold. Und anscheinend Gewürze, aber wie viel weiß ich nicht. Oder weiß nicht, ob ich Gewürze brauche. Aber doch, ich brauche natürlich. Nee, ich brauche keine Gewürze für Bürger, oder doch? Doch, für Bürger brauche ich Gewürze, ja, doch, doch. Richtig, aber für die Siedler halt noch nicht, ja. Aber die Siedler wollen schon Gewürze. Nein, ich erzähle wieder Mist. Für die Siedler brauche ich Stoffe und für die Bürger brauche ich Alkohol und Tabak. Und keine Gewürze. Auch wenn sie schon Gewürze wollen, sozusagen. Ich sehe, die sind schon in den Bedürfnissen drin. Welche Farbe soll euer Bader zieren? Jo. Oh, die haben alle noch gar keine Insel. Die nehme ich. Wahrscheinlich. Oder die könnten wir auch nehmen hier. Gucken, wo fahren denn die anderen hin? Okay, der Weiße fährt nach Westen und Gelb und Rot fahren nach Süden und Südwesten. Ja, Südosten meine ich eher. Dann wird mir wohl keiner wohl die Inseln im Norden streitig machen. Ja, beide nach Südosten. Ressourcen dieser Insel sind Oh, erkundet. Zuckerrohr, aber kein Tabak. Muss ich Ein irgendwo den Tabak Erzvorkommen herbekommen? wurde entdeckt. Kein Gold. Nun ja. Ja gut, Eine neue Siedlung wurde gegründet. wenn ich ohnehin auf andere Inseln muss, um mein Gold zu holen, den Tabak, dann kann ich auch auf dieser Insel gleich bleiben. Eine neue Siedlung wurde gegründet.
So, jetzt gehen wir erstmal scouten. Und Werkzeuge einkaufen. Ihr seid auf Ureinwohner gestoßen. Ihr seid auf eine fremde Kultur gestoßen. Neues Land wurde erschlossen. Wer hat denn... Ach, der Weiße hat noch gar nicht gesiedelt gehabt. Der Gelbe, warum hat er sich diese Insel rausgesucht? Naja. Zwei... Hier sind zwei die Ressourcen dieser Insel sind Ureinwohnersiedlungen mit Pyramide. Gesichert. Also werde ich wahrscheinlich erstmal den Einkauf ausstellen müssen. Sonst wird das Geld knapp. Euch wird ein Hand. Ja. Nicht, wenn ich gerade Straßen baue. Da kann ich das gar nicht gebrauchen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Euer Volk wünscht ein Wirtshaus.
Das ist eine Tabakinsel. Okay, vielleicht kann ich ja mit dem roten Tabak handeln. Ja, der wird wahrscheinlich noch eine Weile brauchen, bis der Tabak anbaut. Da sind die Computergegner ja meistens nicht so zackig. Ich baue mir jetzt schon mal. Ach, darf ich noch gar nicht. Dann baue ich den. Den Steinmetz. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ja, und dann baue ich definitiv schon mal. Ach, ich wollte es ja gerade eben mal. Ich wollte den Erzschmelzer und den Werkzeugschmied bauen. Das geht noch nicht. Ich habe noch nicht genügend Einwohner und wahrscheinlich auch nicht genügend Siedler. Und jetzt habe ich sogar Gold. Das ist genial. Aber was kann die noch, die Insel? Nichts. Versteck der Piraten wurde gefunden. Piraten. Eure Stadt wächst und gedeiht. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ja gut, dann kaufen wir noch ein bisschen Werkzeug ein. Ich brauche es auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass ich jetzt schon den. Nee. Ich kann zwar schon eine Wassermühle bauen, aber kein Erzschmelzer. Seid auf eine fremde Kultur gestoßen. Na, wieder so eine die Ressourcen Gewürzkultur dieser hier. Insel sind erkundet. Die sehen aber anders aus als sonst. Die haben andere Häuser. Die Gewürztypen sehen normalerweise anders aus. Das sind eigentlich die Häuser, die bei den Euer Volk braucht eine Schule. Die bei den Tabakinseln ist. Okay. Kann ich jetzt eine Werkzeugschmiede kann ich schon bauen, aber noch keine Erzschmelze. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Da sind hoffentlich die. Ja, da sind die Haupthäuser direkt neben dem Wasser, also da sollte man eigentlich schnell handeln können, hoffentlich. Das ist eine Baumwollinsel.
Piraten greifen euer Schiff an. Was ist das für ein Piratenschiff hier? Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Kann ich denn schon eine Mine bauen? Nee, auch noch nicht. Ich brauche 120 Siedler für eine Mine. So, jetzt die Erzschmelze. Und die Mine. Na, dafür habe ich nicht genug Geld. Dann kannst du jetzt Eisenerz ankaufen. Ihr seid auf Ureinwohner gestoßen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. 100% Kakao. Naja, brauche ich aber jetzt noch nicht. Neuen Kurs. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Weintrauben hat er hier. Die Ressourcen dieser Insel sind Kakao erkundet. Und Gewürze. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Kakao. Hier ist ja eigentlich von der Fläche her eigentlich die beste. Ist auch die größte Insel von allen und keiner hat sie besiedelt. Ihr seid auf eine fremde Kultur gestoßen. Ihr habt ein Eingeborenen-Dorf entdeckt. Und die machen jetzt auf einmal wieder den Tabak. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die Insel bietet Gold. Mann, oh, Gold. Und Gold haben sie auch. Also in dieser Mission merkt man ziemlich deutlich. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ja, auch Gold. Ihr seid auf eine Goldader gestoßen. Da merkt man deutlich, dass man handeln soll und nicht unbedingt, oder zumindest mit einem Handel geht es schneller als mit dem Siedeln. Jetzt, achso, das ist meine eigene Insel, die ich hier scannen wollte. Ah. So, hast du mir schon ordentlich Eisenerz verkauft? Nee, hat er nicht. Ich habe natürlich auch nicht genug Werkzeug, um jetzt die Mine zu bauen. Aber ich habe eine gute Bilanz, also warte ich einfach ab. Eine Insel wurde besiedelt. Jetzt ist die große Kakaoinsel besiedelt worden vom Roten. So, jetzt haben wir genügend Werkzeuge für die Mine. Eine Insel wurde besiedelt. Welche? Von Gelben. Da baut er. Ah, der wollte jetzt die Goldinsel haben, ja. Was will denn eigentlich der? Was wollen denn eigentlich die Eingeborenen hier für das Gold? Wir haben 20 Tonnen Gold da. Sie wollen Alkohol und Stoffe.
Ja, das ist leicht. Das ist nicht schwer. Was war das? Eine Zuckerrohrinsel, ne? Ja. Eure Stadt wächst und gedeiht. Ich muss weitere Häuser bauen. Piraten greifen euch an. Rein theoretisch könnte ich sogar einfach nur ein paar 50% Felder hier hinstellen für Tabak, aber nutzen wir mal die speziellen Bedingungen dieser Mission und versuchen das mit Handel zu bekommen. Allerdings haben sie, die hier haben kein Tabak im Angebot. Hat denn da sonst noch irgendwo einer Tabak im Angebot? Nö. Baut es irgendeiner an? Nicht, dass ich es jetzt irgendwo sehen konnte.
So, dann produzieren wir mal Alkohol. Und dann machen wir die Steuern hoch. So. Dann holen wir uns erstmal das Gold für Stoffe und Alkohol. Ich brauche außerdem noch eine Werft wahrscheinlich. Vielleicht nicht zwingend, aber wäre gut, wenn ich eine hätte. Spielstand gespeichert. Mist. Der kommt da nicht zum Steinbruch hin. Dann habe ich mal wieder ein bisschen flüchtig gehandelt. Oh. Von der Seite kommt er da hin. Ich probiere es einfach mal. Da kommt er natürlich nicht rüber. Muss ich halt nicht. Ich bin jetzt einfach mal ganz dekadent und baue einen zweiten. Das ist jetzt zwar mega umständlich, was ich hier mache, aber ich habe es mir eingebrockt. Generell sind die ganzen Wege hier nicht ganz optimal. Ich hingebaut habe.
Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Ja, dann wird's für mich langsam auch Zeit. Anker lichten! Schiffsreparatur beendet. In Gut. die Fronten! Ah, warte mal, bis wir ein bisschen mehr auf Lager haben am Alkohol. So 15 Tonnen und dann habe ich 5 Tonnen noch über. Ich denke mal, damit kann ich dann noch leben. Gut. Dann gehen wir mal rüber und versuchen mal mit den guten alten Ureinwohnern zu handeln. So. Aha. Sie geben mir für 10 Tonnen Stoffe und 10 Tonnen Alkohol geben sie mir 5 Tonnen Gold. Ja, fair enough. Das ist wahrscheinlich ein relativ guter Preis noch. Jetzt hier schon Tabakfelder, aber natürlich keine Tabak im, kein Tabak im Angebot. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich doch mal irgendwo noch siedeln müssen. Frage ist, würden mich die Ureinwohner hier auf dieser Insel siedeln lassen, um Tabak abzubauen? Ich muss ja ohnehin noch eine Goldinsel besiedeln. Ah, nee, muss ich nicht. Denn ich hol mir das Gold ja durch den Handel. Also ist es eigentlich egal. Also das ist die einzige Insel, die noch da ist. Dann werde ich jetzt mal versuchen, die zu besiedeln. Schauen, wie es kommt. Gesichert. Ja, sie lassen mich siedeln. Das ist sehr nett. Dann muss ich nämlich keinen Tabak von ihnen anbringen. Es fehlt der Platz. Ja, wahrscheinlich ist das alles, ich glaube, das ist alles noch
Einzugsgebiet der Ureinwohner. Ja, das ist alles Einzugsgebiet der Ureinwohner. Ja, dann werde ich erstmal mir auf diesem einen Feld hier. Den Tabak anbauen. Junge, Junge, ja, dann baue ich. Habe ich hier genügend. Ja, damit kann ich auf jeden Fall noch die Farm bauen. Aber ich. Halt. Nee, die. Doch, doch, reicht aus. Oder? Ach, komm. Bevor ich jetzt hier zum Bauen. Lab ich. Aber so. So. Wenn ich hier irgendwie wenigstens vorbeikommen würde, um da oben hinbauen zu können, aber ich kann nicht. Dürfte ich da oben noch mal? Da dürfte ich sogar noch mal einen hinstellen. Die Frage, was mir das bringt. Ich glaube nicht, dass ich hier oben dann, weil da dieses Haus hier ist doch da im Weg. Also ich glaube nicht, dass ich da bauen darf. Wird sich, glaube ich, nicht lohnen. Dann doch fahren wir mal zurück und dann handeln wir noch mal ein bisschen Stoffe und Alkohol. Piraten greifen euer Schiff an. Ich meine, die Goldmine dauert ja auch, glaube ich, auch ziemlich lang, bis man die bauen darf. Aber in dem her. Ja, sie haben wenig Nachfrage. Also man muss immer ziemlich lange warten, bis sie wieder genügend Nachfrage haben. Damit man wieder eine ordentliche Menge Gold von ihnen bekommt. Aber jetzt muss ich ja ohnehin erstmal ganz schön lange warten, bis ich Dings habe. Tabak. Oh, jetzt ist das schon fertig, das Bergwerk. Schiffsreparatur beendet. Okay, jetzt sollte das Tabakfeld erntereif sein. Gut, dann. Kriegt der seine Route gleich? So, bei 10 Tonnen fange ich an.
Oh. Die Bilanz kackt wiederum. Nur weil ich die ganze Zeit Eisenerz einkaufe. So, jetzt stelle ich mal die Route an. Ja, 11 Tonnen. Und schau noch mal, was die Ureinwohner langsam. Na, fast. Was heißt 4 Tonnen? Damit kriege ich keine 5 Tonnen Gold. Die brauchen wieder 10 Tonnen. 10 Tonnen Bedarf. Vorher geht gar nichts. So, jetzt haben sie ihren Tabak und jetzt kann ich sie zu Bürgern machen. Was fehlt? Ach, das Geld. Das Geld fehlt. Nicht mehr einkaufen. Und die Schule, wie viel kostet die? 300. Habe ich ansonsten von allem genug? Der Ja, Konkurrent ich kann sogar erweitert Nahrung seine Flotte. verkaufen. Jetzt werden sie Bürger. Euer Volk braucht einen Arzt. Eure Siedlung beherbergt nun über 300 Einwohner. So, dann wird es Zeit für ein Schiffchen. Gesichert. Errichtet ein größeres Gotteshaus. Aber wenn die ganze Stadt Tabak will, dann wird es eine Feld nicht mehr reichen. Also tue ich Tabak auf die Die Einkaufsliste. Bürger eures Reiches. Das Volk benötigt ein Badehaus. Ein neues Schiff segelt unter eurer Flagge. So, In du die nimmst dann nämlich Runden! Stoffe mit, wieder 10 Tonnen und 10 Tonnen Alkohol. Und stellst dich in den Hafen von den Ureinwohnern. So, sie haben aber noch keine 10 Tonnen Bedarf. Also warte ich. Ich will erst, dass sie wieder vollen Bedarf haben. Vorher nicht. Vorher werde ich nicht tauschen. Jetzt habe ich auch wieder genügend Bilanz. Jetzt werde ich mal noch eine weitere Schaffarm aufbauen.
So, dann bauen wir noch ein Schiff. Das wir dann ins Piratenkontor stellen. Neun Tonnen wollen sie. Gleich geschafft. Eigentlich könnte ich da auch eine automatische Handelsroute einbauen für die Ureinwohner. Dann muss ich nicht die ganze Zeit darauf achten. Was fehlt? Das Geld. Mehr als 500 Menschen bewohnen eure Stadt. Habe ich jetzt wieder, ja. So, jetzt wird es doch mal langsam 10 Tonnen, ja. 5 Tonnen. Wobei ich nicht weiß, wenn ich jetzt denen ständig Stoffe und Alkohol gebe, ob ich dann Eine auch Insel was dabei wurde verliere. besiedelt. Welche? Jetzt, boah, komplett nutzlose Insel. Kein Gold und man kann nichts bauen. Also wirklich nur für Nahrung. Ja, die Tabakwaren werden nämlich schon weniger. Schauen wir mal, ob vielleicht irgendeiner mir jetzt Tabak verkauft. Der Rote vielleicht. Ja, er verkauft mir welchen. Kann ich ihm vielleicht was verkaufen? Steine will er haben. Kann er gerne haben. Ein Konkurrent baut seine Städte aus. Noch einer mit Tabak? Nö. Ich habe schon über 500 Einwohner, der fängt gerade erst mal 300 an. Die anderen sind total hinten dran. Aber bei einer Ein-Stern-Mission brauche ich mich nicht zu wundern. Generell wird eigentlich im ganzen Spiel die Schwierigkeit eher dadurch bestimmt, welche Handicaps die Spieler haben. Also ob sie einem sowieso schon per se durch die Programmierung im Vorteil sind, weil sie bessere Städte haben oder ja eben einfachere Bedingungen. Es ist nicht so, dass sie einfach nur so eine bessere KI haben, dass sie besser handeln oder sowas. Meistens tun sie das nicht. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut.
Ich warte dann einfach wieder, bis er Tabak zu verkaufen hat. Jetzt haben wir schon über 500 Einwohner. Wie viele Bürger haben wir davon? 465. Also ich glaube, die Einwohnerzahl, wie viel waren das nochmal? Haben wir schon locker geschafft. 400 Einwohner und mindestens 300 Bürger. Ja, so locker, ganz locker. Da sind wir schon weit drüber. Ja, sie haben wahrscheinlich nicht viele Einwohner, deswegen werden sie so schnell die Vorräte an Stoffen und Alkohol nicht verbrauchen. Gab es denn sonst irgendwo noch eine Siedlung mit Gold-Ureinwohnern? Ich glaube nicht. Das war die einzige. Ich könnte natürlich jetzt die Goldinsel besiedeln. Ich kann sogar die Goldmine bauen. Das geht wahrscheinlich schneller als hier abzuwarten. Ja, das geht definitiv schneller. Dann baue ich mir jetzt einfach mal schnell noch eine weitere. Für die Goldmine brauche ich sehr viel Werkzeug. 10 Tonnen. Ja, aber es sollte reichen jetzt. Ich brauche ja keine Goldschmiede. Kann ich ohnehin noch nicht bauen. Ein Konkurrent baut seine Städte aus. So, jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, das ist gleich geschafft.
Also bei einem Run, wenn ein zweite, wenn der zweite, wenn das, das zweite Mal kommt, dann ist er immer noch nicht voll das Kontor. Also er braucht immer zwei Fahrten, um einmal zu liefern. Ist etwas blöd. Vielleicht baue ich einfach noch eine zweite Goldmine rein. Das geht dann sogar schneller. Aber ich habe nicht die Bilanz dafür jetzt. Was kostet denn so eine Goldmine? Ja, die hat 60. Ja, sowieso schon geschafft. Es macht überhaupt keinen Unterschied. Den Innenhof haben sie schon öfter gezeigt, glaube ich, an den als Siegesvideo. Ja. Wie gut waren die anderen? Die haben mehr Geld gehabt als ich. Aber haben wahrscheinlich auch weniger Wirtschaft betrieben. Oh, der Weisheit, 17.000 sogar. Ja, danke fürs Zuschauen bei dieser Mission. Ich vergesse den Namen schon wieder. Die Goldprobe. Als nächstes kommt die Prinzenprüfung und das ist, glaube ich, ein sehr spezielles, eine spezielle Mission, was Besonderes, weil diese Mission in Kooperation mit der Popgruppe Die Prinzen erstellt wurde. Und da bin ich mal sehr gespannt. Also wer Die Prinzen noch kennt, das ist aus den 90ern. Die waren mit Hits wie Alles nur geklaut zum Beispiel, ja, oder Mein Fahrrad oder sowas waren die sehr berühmt damals auch im Radio, aber heute kennt die wahrscheinlich kaum noch jemand außer alte Säcke. Ja, dann bis zum nächsten Mal und ja. Ciao.